Also es war ja so eine Seilbahn, ne? Ja, eine Seilrutsche. Ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Eigentlich gar nicht so unklug. Und dem geht's aber gar nicht gut. Nick. Hey, Kumpel. Was ist denn nur passiert? Ja, Nick. Ein Tier griff uns an. Wo ist Abby? Er ist voll daneben, Mann. Sag uns nur, was passiert ist. Okay. Da war so ein Kerl und noch so eine Art Tier. Was, verdammt? Was für ein Scheißtier macht denn sowas? Diese Frage. Wollen wir so Erste-Hilfe-Kasten holen oder was? Wir werden ja, oder Abby. Irgendwie ja, hey, okay. Stofffetzen, abbinden, ab... Keine Ahnung. Und von irgendwoher muss das Blut kommen. Endlich, oder? Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ja, ich wollte gerade sagen, wie Bär würdest du jetzt nicht mehr reden. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze voll infiziert. Es verbreitet sich krass übel. Echt krass übel. Du bist ja da. Druck ausüben. Ja, Druck ausüben. Ja. Sorry, Mann, sorry. Ja, theoretisch. Sterile Binde drauf, Druck ausüben. Das wäre jetzt rein theoretisch. Das riecht hier erstmal, um auf Hilfe zu warten. Schon okay. Ist okay. Tut das weh. Ah ja, das tut, glaube ich. Aber wie dieser Motherfucker und brennt's aus! Lass, hol die Fackel! Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Alter, was ist denn mit ihm los? Wer sein... wie? Ja, was... Also... abweisend. Wieso? Und du bist ein Vollidiot. Ganz ehrlich... Du bist ein Vollidiot. Du bist echt so ein Vollidiot. Ja. Ich versuche nur zu helfen. Er braucht nur einen Arzt. Er braucht Notfallversorgung. Und wohl. Einen guten Psychiater. Dylan hat das nicht gefallen. Ja, dann soll er aber auch nicht so eine Aussage tätigen, ganz ehrlich. Aber er hätte jetzt schon mal sagen können, ey, Abigail, geht's gut, ne? Wäre er schon mal... Das ist richtig. Er hat auch die ganze Zeit danach gefragt, wie es Abby geht. Jetzt kommt Jack. Nee, Jacob. Rufen? Oh, ich weiß nicht, ob ich rufen soll. Ja, doch, ruf. Ich hab eine Knarre und kann damit umgehen. Wird Jacob sein. Glaub ich. Und kann damit umgehen, glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was wenn nicht? Vorsichtig. Ja, einfach nicht drauf schießen. Erstmal gucken, wer es ist. Nicht, ich würde nicht schießen, Benny. Nee, ich das ist uns in den anderen Spielen auch ebenfalls zu Verhängnis geworden jetzt. Ja. Ich habe auch nichts gesehen. Also nichts Auffälliges, deswegen. Ja, hau lieber ab! Ja, jetzt macht er Welle. Wie tapfer. Okay. Aber das geht aber nach hinten los, wenn er so eine Welle schießt. Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Ah. Ich glaube, es war links von dir. Links von dir. Nein, nicht schießen! Tu es nicht! Ja, ich habe nicht geschaut, ich habe nichts gesehen. Zum Glück habe ich nichts gesehen. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Und er kommt besudelt aus dem Wald. Nackt. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh fuck, ja, natürlich. Fragend. Was passiert oder wo ist Emma? Ja, also mich würde jetzt erstmal interessieren, wo ist Emma? Jacob, wo ist Emma? Fuck! Oh, Herrgott nochmal! Emma ist noch auf der Insel. Ich sagte, ich komme gleich zurück. Aha. Super. Was, die Insel? Ja, was? Oh, ich hab nur...
Ich glaube, ich habe da vorhin jemanden gesehen. Jemand? Mhm. Nein, ich. Ach, weiß nicht. Hat nichts zu bedeuten. Das war doch das Foto, oder? Ja. Tja, wir sollten jetzt mal Richtung Lodge gehen. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein, ich. Wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer. Er hatte eine Flasche. Klar. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja, nein, das ist echt krank. So, ich möchte mal ganz kurz an der Stelle sagen, als sie sich das letzte Mal gesehen haben, war er sauer auf Nick, der jetzt schwer verletzt ist. Nick ist jetzt schwer verletzt und er ist gut über so, aber es ist eine lange Geschichte. Komm, müssen wir nicht drüber reden. Ja, aber ihr vielleicht auch. Willst du damit sagen, dass er es war? Mit Nick? Die anderen könnten es denken, würde ich damit sagen. Was richtig? Sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Oh nein, jetzt nicht. Nein, mach doch nicht. Lass los. Einfach loslassen. Komm, lass los. Ist scheiß drauf, bevor sich ein Schuss löst. Genau. Jacob wird wütend. Nein. Oh. Ausgewichen. Hör jetzt auf. Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Jacob, Blut besudelt, um eine Schronze fragen. Ja, genau. Richtig. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan. Ja. Das ist Bullshit. Sorry. Schau, wie sie geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Und dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Immer zu zweit gehen. Ich habe eine Idee. Ach! Die Schubskarre. Die Schubskarre. Die geil. Schubskarre. Ah, großartig. Lass uns in die Schubkarre ihn verhieven. Okay. Mal sehen, was der Abend bringt. Die Insel. So, die laufen jetzt alle bloß noch nackig rum. Okay. Wo hat sie dieses dort? Handy her? Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Mhm. Und ich dachte, ich sehe gleich was im Hintergrund irgendwie. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen, kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Ja, und darum geht's ja. Tut mir leid, dass ich mich aufwende. Wie es wirkt. Wie es wirkt. Ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Auf zum Baumhaus, Entdecker-Freunde. Fancy. Und Handy genommen und gleich erstmal unfriended. Blöde Emma. Aber die macht auch, aus allem macht die irgendwie eine Story, wa? Also. Ja, ist auch jetzt ja nicht mal so der unattraktive Charakter, so muss ich mal sagen. Tatsächlich erinnert mich das daran irgendwie, wenn ihr Third-Person-Games spielt, tendiert man meistens, ja, ich spreche mal jetzt aus meiner Perspektive, dazu eine männliche Figur zu wählen, irgendwie. Ein Kumpel meinte, so nimm nur eine Frau. Ich so, wieso eine Frau? Ja, weil du halt einfach, ich sag mal, die ganze Zeit dem Charakter, dem Spielcharakter auf den Hintern gucken kannst, irgendwie. Und das macht bei einer Frau mehr Spaß. Warum konnte ich denn? Warum? Was? Nein? Wie? Warum? Nein! Ja. Ah, the Magician. Wunderbar, ich dachte, der Magier. Ich hab die Karte verloren, deswegen. Der Magier, das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation, das Werk eines Magiers. Gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht, du willst doch nichts verpassen. Okay. Sehr gut, Benny. Wenn ich hier so schwafle irgendwie, hast du, alter Fuchs, schon die nächste Tarotkarte gefunden? Ja, ich habe die gerade ganz kurz gesehen und wollte dann auf A drücken und dann war die auf einmal weg. Da dachte ich jetzt, oh nein, wir können die Karte nicht mehr greifen. Deswegen war ich gerade so, nein, nö.
bitte nicht. Achso, Chat, sollen wir jetzt eher die Fresse halten dabei irgendwie und das Spiel an sich wirken lassen für euch? Oder findet ihr so kleine Anekdoten mal ganz witzig? Schreibt's mal in die Kommentare. Jo. Oder in den Chat, was ihr dacht. Dann gehen wir mal gucken. Schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich hab mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Tja. Ich hab's im Mund bekommen, Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Wird weggeschnitten am Ende. Ja. Besser ist. Okay. So, was haben wir denn hier noch Feines? Okay. Hier können wir uns dann schön hinsetzen. Ach, guck mal hier. Oh. The place to be. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Was wär's wohl dazu? Emron schreibt gerade, er zockt nebenbei Billard, also alles gut. Sehr schön. Großartig. Okay, dann gucken wir mal, finden wir hier noch was bei den, was ist das hier eigentlich? Sind das jetzt Kanus oder Kajaks? Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Dann sind es, glaube ich, Kajaks, oder? Nee, warte mal, Kanus, nee, das sind Kanus. Wo ist denn der Unterschied? Ich glaube, im Kajak stehst du und im, das kann jetzt totaler Bullshit sein, irgendwie. Also ich habe die Frage kam irgendwann schon mal auf, also jetzt nicht hier bei uns, also hier im Twitch, und... Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach den Abdriften in den See relativiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das Traurige ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es... für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleib ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Ich glaube, da hinten rechts guckt uns einmal jemand zu. Hinten rechts? Echt? Ich glaube, dass... Da, wo dieser... Ne? So. Ja, warte mal. Dass da jemand gerade stand an dem Pfeiler und uns einfach mal so zugeschaut hat. So, ich kann jetzt nur noch mal ganz kurz Fun Fact bringen. Ja. Also, beim Kajak wurde das sogenannte Doppelpaddel benutzt. Okay. Dem abwechselnd zu beiden Seiten gepaddelt wird, wird beim Kanu ein Stechpaddel verwendet, mit dem man sozusagen ins Wasser gestochen wird. Okay, naja, wisst ihr also okay, Bescheid. Und die Erklärung, die ich mag, gehört habe, ob die jetzt richtig ist, ja, also ohne Gewehr hier, ist ein, irgendeiner von beiden, also ein Kanu ist quasi das Cabrio, also offen, vom, dass jeder sich so reinsetzen kann und ein Kajak ist, wo eben halt... So eine Plane drüber ist, ne? Genau, wo du dann einfach nur so einen kleinen Bereich hast, der dann eben halt für dich so, sag ich jetzt mal, ausgestanzt ist, wo du dich dann reinsetzt und du dann eben halt einfach so paddelst. Ich weiß nur nicht, welche Art von wo ist, so nach Motto. So habe ich das mal gehört. Ob es stimmt? I don't know. Tja. So, aber jetzt ist natürlich noch die viel bessere Frage. Stevie, möchte Emma nach oben gehen oder folgen wir dem Pfad? Wie? Ich bin Emma? Bist du nicht Emma? Du spielst doch Emma, oder? Ich war die. Nee, du bist doch Jacob? Warte mal, du bist Jacob und... Du hast Emma gespielt. Boah, ich bin Emma. Du bist ich Emma. Bin die Bitch? Geil. Okay. Benny the Bitch. Da gucke ich jetzt mal. Okay, was machen wir mal? Gehen wir jetzt nach oben?
und schließen mit dem Kapitel ab? Oder wollen wir noch ein bisschen Gossip hören? Komm, wir wollen noch ein bisschen Gossip hören, glaube ich, oder? Komm, wir gehen unten weiter. Ach, was soll's. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. So sieht's aus. Weil wisst ihr nämlich was? Ich habe mich wirklich auf den nächsten Teil meines Lebens gefreut. Ich meine, der Sommer war toll, aber jetzt... Ich meine, kommt schon. Ich weiß, wenn ich das hier poste, wird Hackett's Quarry eine ferne Erinnerung sein. Ich weiß, es ist nur eine Nacht und man muss das Beste aus seinen Chancen machen und so weiter. Vielleicht. Vielleicht will ich mich nur nicht mit dem Naheliegenden abgeben. Abby hält mich ja für selbstbewusst, aber eigentlich will ich verzweifelt in einer Welt klarkommen, in der jeder anders sein will. Wieder erwartend sehr tiefsinnig. Ja. Ja, man soll halt auch das Buch nicht nach seinem Cover beurteilen. Aber sie hat ja eigentlich auch keine andere Seite derzeit gezeigt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Warum ist denn die Kamera so nah auf einmal bei ihr dran hinten? Weil die einfach gesehen haben, dass wir beide ständig auf den Arsch gingen. So eine Art Jugendschutz, der jetzt aktiviert wird. Oh nein. Hätte ich doch die Treppe nehmen sollen. Haben wir hier was? Nee, stopp. Das ist irgendwie ganz nett. Ist immer noch so ein bisschen ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Gefällt mir. Das verstärkt die ganze Jacob-Sache irgendwie. Er sollte mich ja eigentlich holen kommen, aber jetzt, wo ich allein bin, gefällt mir das gut. Mhm. Sorry, Jacob. Wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Geht da um mich. Wir sind cool, ja? Ja, wir sind cool. Ja, ja. Wir sind super cool. Um mal wieder Superlative rauszuhauen, wir sind super cool. So, wir sind nicht cool oder besser, es bleibt nur eine in Erinnerung. Hä? Worauf denn? Achso, auf ihren Vlog da, den sie gerade wahrscheinlich selber macht. Okay, warte mal, wir überlegen jetzt mal. Okay, sind wir wirklich cool? Ja, mit Jacob? Oder besser, es bleibt nur eine Erinnerung. Also ich würde sagen, die Erinnerung zu haben, finde ich schon schön. Ich meine, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns in 50 Jahren wieder und erinnern uns wehmütig an diesen einen tollen Sommer im Hackett's Quarry Sommercamp und den Funken, der uns verändert hat. Dann sind wir ein 70-jähriges Liebespaar und haben irren Rollator-Sex. Hey, könnte so sein. Die Zeit wird's zeigen, Jakey Boy. Und du weißt, die Zeit macht uns zu Narren. Aber wir werden die aufregendsten Narren überhaupt. Nur so lang muss ich mein Ding machen. Tut mir echt leid. Ich kann jetzt dazu nicht allzu viel sagen, aber okay. Na, die Wahl wäre jetzt halt gewesen, ne? Irgendwie zu sagen so, oh nein, oh Jacob. Wirklich war es doch ganz toll. Oder fuck off. So, was haben wir da? Was? Streichhölzer? Ja, und ein Lagerfeuer. Was so noch glüht. Glimmt. Was ist das? Na, das war der Rauch, den wir gesehen haben, ne? Wie kann es Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war? Das war ja die Partyrunde, nee, was war das? Die Winnerrunde, die sie gefahren sind mit dem Golfkater? Na. Sprach der Rabe nimmermehr. Vom Hotel. Oh nein. Ach, das Barringer, nee, warte mal, Harbinger Hotel. Wo uns der Kopf hinschicken wollte. Okay, aber sie liegt einfach wieder hin. Okay. Na, wo soll sie es hinstecken machen? Ich frage mich immer noch, wo es war. Richtig, also frage ich mich immer noch, wo hat es raus? Gold. So. Gab es damals mal so eine schöne Werbung mit der Visa-Karte, kennst du die noch? Nee. Irgendwie siehst du so einen Tauchshop oder irgend so was am Strand und dann siehst du halt so eine Frau im Badeanzug hinkommen, die dann hinten so aus der Gesäßhose quasi so ihre American Express oder irgendwas raushaut oder ihre Visa und dann so auf den Tisch knallt. Okay. So nach dem Motto, ultimative Freiheit überall, wo du bist. Und wie wahrscheinlich so als Verkäufer, nimm diese ekelhafte Scheiße von meinem Tresen, aber sofort. Mach das sauber. Ich glaube, ich spinne. Okay. Ich muss das wohl echt einhändig machen. Wieso? Mach da einfach mal das Handy kurz aus.
Nein, lasset sie einhändig machen. Das klang nicht gut. Vor allem barfuß so eine Leiter hochzusteigen, ist echt ekelhaft irgendwie. Ach, Mist. Wenn die Sprossen nämlich so dünn sind, irgendwie tut das richtig wie am Fuß. Gott, fast verpasst. Ihr solltet wissen, ich bin ein Ass im Leitersteigen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist das luxuriöse Pentbaumhaus. Offensichtlich. Erbaut im Jahr 18, scheißegal, von einem Mann mit verbundenen Augen, mit dem besten morschen Holz, rostigen Nägeln und feinster Eselsspucke. Ein echter Hackett-Klassiker. Freier Fall voraus, Schatz, genau. Ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Okay, jetzt nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Kletterausrüstung. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Waren es nicht zwei Hitchhiker, die vermisst wurden? Ich erkenne nichts. Hitchhiker? Was? Habt ihr das gehört? Na, englischer Begriff für Bergsteiger. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Ja, oder echt? Öffnen wir die Horror- das ist halt irgendwie so, einen schrecklichen Tod. Ist das nicht so Autobahnmörder oder irgend so was? Wie in der Richtung? Ach, schade. Falltür öffnen. Tasche durchsuchen oder Falltür öffnen? Also, ich gehe mal von aus, dass es Emma war, die vorhin an der Seilrutsche in dieser Vision gestorben ist. Ja, okay. Also sollten wir vielleicht irgendwie irgendwas suchen, womit wir vielleicht nicht abstürzen. Also sagst du lieber Tasche durchsuchen, ist glaube ich eher so die safe Variante. Also ich würde dir den Rat geben, den wohlgemeinten Rat, lieber vielleicht die Tasche zu durchsuchen. Den wohlgemeinten, okay, komm, wir machen Teil. Ich hätte es eh wahrscheinlich gemacht. Wir fühlen. Und wisst ihr was? Ich ziehe mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Schon schade. Jemand wird gleich sterben. Richtig, Amran. Bitte nicht. Das glaube ich auch. Hört doch mal weiter auf. Wir wollen alle überleben lassen. Wow. Okay. Cool. Gut. Also, ich glaube, da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. Hat sie den Taser mitgenommen? Ja, den hat sie irgendwie an die Seite gepackt. Wo auch immer das sein soll. Okay. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Oh! Bärensperre benutzen oder Taser benutzen? Nee, komm, ich nehme den Taser auf jeden Fall. Ach du Scheiße! Wie sieht er denn aus? Foto machen. Foto machen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Okay. Oh, 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 oh. Die hat's doch geschafft. Oh Mann, Scheiße. Was nicht? Ich muss jetzt zurück. Das war gut. Überlebt, das war gut. Oh, Scheiße. Oder Alter. Rennen, sprühen. Was, womit? Oh, ja, sprühen. Oh, lol. Blub. Und? Oh. Vielleicht fällt er jetzt runter, ne? Also. Okay. Oder auch nicht. Wow. Alter, das sieht aber mies aus, das Vieh, ey. Achso, ich dachte, kann ich mich jetzt bewegen? Nee, kann ich nicht. Tür versperren, Falltür benutzen. Falltür benutzen. Falltür benutzen. Geht er nach oben? Ich dachte, die geht nach unten. Scheiße. Alter. Das ist fies aus. Stell dich rauf.
Stell dich rauf. Eine Werkzeugkiste draufgepackt, einfach oben so puff. Oh. Drück doch nicht auf. Ja. Ja, mit einem nassen Shirt werdet spaßig geworden irgendwie. Mit Tasern. Ich hab es, er ist okay. Hast du recht, Imran. Hast du Schmerzen? Nö, alles super. Nee, sorry. No. Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Hat er sich jetzt mit irgendwas infiziert? Komm schon. Oder so? Komm schon. Oh, meinst du? Ich hab so Hunger. Vielleicht. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ich hasse das wäre ja krass. So scheiße. Das ist ja heftig. Die Kraft. Oh, hier, da, die Kraft. Ich hab doch gedrückt. Ja, hervorragend. Okay, warte, dann lesen wir uns erstmal die Kraft durch. Sieh an, die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihr steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte auf uns alle, in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Tja. Ja, muss ich auch sagen, hier kommt gerade auch im Chat rein, ich wette, er wird auch so ein Vieh. Echt? Meint er, der wird, oh Gott. Ja, also, du musst mal überlegen, der Typ, also, wir machen mal kurz ein mini-kleines Päuschen, ne, um eine kurze Zusammenfassung zu machen, weil jetzt passiert ja hier Action auf Action auf Action. Nick wurde ja von dem anderen Typen ja so weggezogen, der ja nichts gesagt hat, wo ja Ryan da mit der Waffe da stand, mit der Shotgun. Ja. Und wir hätten ihn ja auch eigentlich nicht abschießen müssen, haben es aber gemacht, weil wir ja nicht wussten, was ist das für ein Typ. Und vielleicht wollte er ihm ja eigentlich helfen. Vielleicht hat er auch einfach nur nichts gesagt, damit er niemanden weiter anlockt, damit er ihn einfach wegziehen kann und ihn dann vielleicht... Zeug gibt? Genau. So, womit er dann halt sich nicht verwandelt. Oder... So, nach dem Motto. Deswegen glaube ich auch, Nick ist leider Gottes, der wird sich, ich sag einfach, der wird sich verwandeln. Leider. Ah, meinst du, ja, das wäre ja, das wäre ja. Ist ja schade, also, schade um den kecken Nick. Ja, oder um die beiden, ach Mann, ach schade. Ja, das gerade um das Pärchen, hätte mich auch da gefreut, wenn es anders gelaufen wäre. Aber das ist ja, bis jetzt ist es ja nur eine These. Ja. Das ist richtig. Ist ja noch nicht, wir wissen es ja noch nicht fundiert. Da ist mal dran, Benny, irgendwie. Das ist. Nicht nur ich, auch hier. Imran hat er auch gesagt. Hier, er wettet, das wird ein Vieh. Also er wird zum Vieh. Na gut, okay. Dann sag ich mal einen Wettig dagegen und sage, der wird sich nicht verwandeln. Und, ja. Na, dann schauen wir mal. Keine Ahnung, was jetzt der Wetteinsatz ist. Irgendwie. Der Chat kann ja mal was vorschlagen. Okay, wir gucken mal weiter. Dass er auf einmal auch so laufen kann. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Oh, wer hat denn das Feuer gemacht? Stimmt. Du und ich werden ein Telefon. War ja keiner da. Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Bloodborne wettet auf seinen Bloodborne-Charakter. So, warte mal, das war jetzt. Nee, das ist Dylan. Dylan spiel ich. Genau. Genau, ne? Ja, stimmt. Optimistisch. Ich hoffe, sie sind okay. Vorsichtig. Denkst du. Was? Es hat ihre Fährte aufgenommen. Wir sind optimistisch. Ich hoffe wirklich, sie sind okay. Denkst du, was noch in der Krankenstation übrig ist, reicht? Caitlin weiß, was sie tut. Wirklich? Ich meine, sie war nicht mal für die Krankenstation eingeplant diesen Sommer. Sie ist nur eingesprungen, weil eine andere ausfiel. Ist besser als gar nichts. Das stimmt. Ja. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Wo willst du jetzt die Verstärkung herholen? Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Fahr mal vor, ja? Oh nein. Ah, oh, die Hexe. Die Hexe. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Weil. Gestern haben wir gehört, also wir haben von einem Mythos gehört. Und zwar, dass die Hexe von Hackert im Wald ihren Sohn sucht, ich denke, und jeden sind nicht so zuflüstert. Und diejenigen.
weiß jetzt nicht genau, ob ich das jetzt richtig sage, aber diejenigen, die sie das ins Ohr flüstert, wird sich in den Sohn verwandeln oder irgend sowas. Genau, ja? Und stirbt dann, glaube ich, daraufhin irgendwie. Genau. So grob also, war das in die Richtung. Genau, also könnten das auch alle so eine... Die Kloppis, die da rumgeflitzt sind, die können auch alle die gewesen sein, die vielleicht der Hexe zum Opfer gefallen sind. Das kann auch sein. Das ist auch eine gute Theorie. So, was machen wir jetzt mit dem? Mal gucken. Hoffnungsvoll? Das ist paranoid. Gut, oder? Das weißt du nicht. Wir machen mal hoffnungsvoll. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Ja, was nun? Genau. Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? 911. Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 911. Du meinst 911? Wer sagt 911? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Klar, 911 ist aber auch geil. Das ist wie 11-0. Klar. Wie nochmal die 11-0? Entschlossen, die Polizei rufen, neugierig, nach Krankenwagen fragen. Ich würde die Polizei wahrscheinlich eher rufen. Na, dann kommt da der bekloppte Kopf. Irgendwie, dann kommt da der durchgeknallte. Oh, ja, stimmt. Der die betäubt hat. Da sagst du was. Dann nehme ich doch lieber neugierig nach Krankenwagen fragen. An den habe ich gar nicht mehr gedacht, du, an den Kopf, stimmt. Du solltest direkt nach einem Krankenwagen fragen oder rufst du einfach Hilfe, Hilfe? Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich, dann, Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es war ein Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Und wir wissen nicht, wie viele es da draußen gibt und oder wie schlau sie sind. Also könnten sie gerade planen, uns anzugreifen. Also schicken sie uns bitte ganz viele Krankenwagen. Sicher ist sicher. Ja, das ist gut. Okay. Und man schreibt gerade, ich würde abhauen, aber überleg, du bist mitten irgendwo im Wald irgendwie. Weil du brauchst eigentlich das einzige bisschen, was dir Schutz bietet irgendwie. Wir haben kein Auto, kein nichts. Los? Tot. Na, wie überraschend. Misstrauisch oder abweisend? Hast du aufgelegt? Das ist aber komisch. Ich finde es aber komisch. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Ja. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du hast doch dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Was? Paranoider Shit. So viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Und indirekt? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Mm. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Warum hat er denn die Waffe auf einmal da rausgenommen? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Naja, die hing noch da. Ja, aber ich habe aber nicht mitbekommen, dass sie die genommen hat. Tja. Irgendwie. Der hat die auf einmal in der Hand. Ganz komisch. Also für mich jetzt persönlich. Ja, auch da können wir jetzt halt einfach mal fragen, irgendwie Leute, sollen wir die Waffe mitnehmen oder zurücklegen? Gebe zu bedenken, dass in allen Spielen im Vorfeld irgendwie, egal ob Dark Picture Anthology oder bei Until Dawn, es immer fatal war, wenn wir eine Waffe genommen haben. Ja, also die Chance ist, dass wir uns selber umlegen oder irgendein Charakter durch unsere Hand stirbt, ist dadurch immens gestiegen. Also, Chat, entscheide bitte, Waffe mitnehmen oder nicht. Also im Ernstfall, selber jetzt einfach mal so von mir ausgegangen, ich würde wahrscheinlich die Waffe mitnehmen. Also ich persönlich so als zur, in Anführungsstrichen, Verteidigung. Ja, ne, ich würde, wenn ich da jetzt stehen würde, würde ich die Waffe wahrscheinlich auch mitnehmen. Aber, es ist halt schwierig, ne? Weil tatsächlich passieren ja halt auch die meisten Unfälle dadurch irgendwie, indem man halt aus Versehen auf jemanden schießt. Das stimmt. Ja? So, okay, Chat. Waffe mitnehmen
oder nicht. Haut's mal rein. Ich finde aber auch wieder witzig, wie das denn immer gleich gedeutet wird. Aggressiv, du musst verrückt sein und ruhig, ich lege es zurück, wenn wir gerettet sind. Okay, gestern wurde sich dafür entschieden, die Waffe mitzunehmen. Ja. Und heute ebenfalls. Die Waffe wird mitgenommen. Da haben wir jetzt schon zwei Waffen im Spiel. Das ist, okay. Sagt nicht, ihr wart nicht gewarnt. Ich rausgehe, um mich irgendwie zu schützen. Es ist mehr eine Frage der Sicherheit. Oh, du denkst, ich schieß mir ins Bein. Oder in den Kopf. Sei kein Arsch, Mann. Ich kann damit umgehen. So recht hat er ja irgendwo. Also die Bedenken. Okay. Wow, okay. Es liegt wohl am Wetter. Ja. Was für Alter, Wetter, was? Ryan. Was? Zwei Waffen, zwei Töten. Bestimmt zwei Tote, waren es wahrscheinlich. Die Bären. Ja. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Siehst du? Verflixt. Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay. Ja. Obwohl er schon wirklich, also Ryan ist schon wirklich ein bisschen komisch, ja? Mit seinen, ach naja, nö, ist nur der Wind. Ja, vor allen Dingen auch mit dieser Ausrede so von wegen, was ist er denn hier? Macht er ein SWAT-Team? FBI, open up! Benny the Cop, Alter. Die braucht sie nicht, oder? Gib ihr die Waffe. Ja, gib ihr die Waffe. Tatsächlich war sie die bessere Schützin, ne? Das stimmt. Würde ich auch sagen. Vielleicht, wenn wir ihr einfach deine Waffe geben. Ich kann viel besser schießen als du. Das weißt du nicht. Okay? Also so wie du gerade da reingerannt bist in den Raum, doch. Könnte sein. Jetzt gib mir das Ding. Ja, komm, Waffe geben. Ich glaub nicht, dass du damit umgehen kannst. Okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Ryan, gefällt deine Entscheidung? Ja? Ich störe wohl gerade. Ja? Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Ja, ist ehrlich. Respekt. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mach ich doch gern. Ah, schön. Ja, wie gesagt, es wurde ja halt schon eine kleine romantische Ausrichtung seinerseits irgendwie schon angedeutet. In Bezug auf Ryan. Ja, wobei Ryan mir wirklich ein bisschen suspekt gerade wird. Ja, er ist mir auch sehr suspekt irgendwie. Der hat doch was zu verbergen! Gott, sie ist immer noch da oben. Sie ist immer noch, Und jetzt... Oh, jetzt kommt die andere Seilrutsche. No! Nimm sie nicht. Mach es nicht. Nee. Oh, scheiße. Jetzt ist die Frage, langsam kurbeln oder schnell kurbeln? Ja, das kann so... ja, also entweder ist es laut oder wir haben nicht mehr die Zeit und müssen ranspringen. Das ist schwierig jetzt tatsächlich, weil Bedet kann scheiße sein. Bedet kann gut sein. Benni, wirf eine innerliche Münze. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen... Ich selbst, auch wenn es anfängt so leicht zu quietschen, würde trotzdem versuchen, langsam weiterzukurbeln. Ab einem gewissen Punkt würde ich dann anfangen, schnell zu kurbeln. Ja? Nein, noch will ich nicht beschleunigen. Nee. Ich zieh's durch. Ich hoffe, Emma stirbt nicht, ey. Fuck you! Oh, scheiße. Okay, ich hätte es doch beschleunigen sollen. Oh! Schwein gehabt, Alter. Schwein gehabt.
Na, jetzt müssen wir noch die Landung hinkriegen. Da 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 da. The easy way. Oh, gleich so eine catchy Mucke von Tattoo. Nice, aber sie hat's überlebt. Die sehen so ein bisschen aus wie von Dead Space, tatsächlich. So, von der Sitzpartie. Die Necromorphs. Stimmt. Weil der doch, ey, das Gesicht, die ich Augen. Ich finde die Musik gerade total deplatziert gerade. Geh davon aus, einfach, das war für den Spieler so von wegen, du hast es geschafft. Du hast. Ja? Oh. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. No. Hallo! Ist es wieder soweit? Ja. Stärke. Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Die labert immer so halb einfach nur nach. Was die uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Wegnehmen. Oder der Magier. Der Magier. Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Werk eines Magiers, gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Du willst doch nichts verpassen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Also mit dir persönlich eigentlich nicht, aber wir wollen natürlich mehr sehen. Ist halt immer so, klingt immer wie so ein unmoralisches Angebot von ihr irgendwie, wo man immer nur Nein sagen möchte. Nein! Weise. Will nicht, nein! So, dafür darfst du aussuchen, ob Magician oder Strength. Ja, die Geisteroma nervt. Magier können sich teleportieren. Ja, auch. Kommt auf den Zauber drauf an, den sie haben. Ja, Stärke ist ein zweischneidiges Schwert irgendwie und könnte aber halt tatsächlich auch uns einen guten Vorteil für irgendwas bringen. Stärke. Okay. Ne? Stärke. Der Magier. Der Magier, das ist halt so, naja. Also, davor hatten wir jetzt eben nicht so, davor hatten wir den Terminum. Da sind wir ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Ich wähle jetzt mal für die Kraft. Okay. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Okay, Nick tötet den Wrong-Turn-Typen. Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Aha. Ja. Was war das für ein Pf am Ende?